Alter! Ich will nicht laufen. Sag doch mal, was du drauf hast! Thank you.
Clara weiß das zu schätzen. Micho, ich bin bei Marias Villa. Bist du da? Ja, ja, bald. Aber sind da Soldados? Natürlich. Das ist Marquesas Haus, verdammt. Okay, okay. Ich werde mich verspäten. Entspann dich. Bis du da bist, wird kein Soldat mehr hier sein. Micho, du kannst jetzt rauskommen. Orale, Danny. Wir treffen uns vorn bei meinem Pickup und, Du brauchst Hilfe. Sie, mit meinem Zeug. Das ist echt schwer. Schau dich auf, Danny. Danny, bereit? Ich bin bereit, glaube ich. Scheiße! Was ist da los?
Ist okay. Alles wieder gut. Du hast mich gerettet. Okay, Maria hat hier schon das beste Equipment. Wir müssen es nur noch einschalten. Wir? Man sollte meinen, dass sich Thalia um die Antenne, Lichter und Lautsprecher kümmert, oder? Aber nein. Okay, okay. Ich helf dir. Scheiße, Mann. Ich hab einen Roadie und Radio Libertad wird Wirklichkeit. Ich bleibe hier und überwache deinen Fortschritt. Blödes Arschloch. Marrakesha hat ein professionelles Lichtpult. Okay, die Antenne ist bereit. Jetzt bin ich ein Guerilla-Roadie. Picho! Es ist alles bereit. Okay. Auf dem Dach! Improvisation vom Feind! Wir sind so kurz davor! Kochonisch, so lebensrecht. Wo zur Hölle stecken Paolo und Thalia? Sieht die Scheiße aus. Das passiert immer. Das passiert immer vor einer Show. Endlich. Verdad sobre todo. 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 Falla, porque la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya, pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me traya. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... ¡Fick Castillo! ¡Fick Marquesa! ¡Fick das Paradies! ¡Recordea a la muerte! ¡Wir hören nicht auf! Verstanden? Dani, beschützt die Ausrüstung! Die Soldados werden versuchen, unsere Sender zu zerstören. Wenn das Equipment hin ist, ist Radio Libertad erledigt! Lassen wir nicht zu. Ya sangre fría, masacrada.
Seguramente es tu hermano. Justifican sus horribles acciones con lo mundano, con guerrilla. Desterraremos la censura. Si quieren, sálganos del Ministerio de Cultura. No tenemos miedo, le decimos Tokio dictadura, porque Yara será libre de tu mente sin tortura. Sé que lo que merecen es un en la frente. Quiero mucha paz para mi gente. Amor, lo que necesitamos es amor. No creo en María Marquesa, menos en este doctor, por favor. Duele ver cómo el que entraba no salía, ver cómo moría. Thank you.
hörst du davon, wenn wir die Show mit einem Knalleffekt beenden? Scheiße, ja. Gefällt euch das, Gerda? Macht ihm was Verdammtes, ihr seid mehr davon. Nehmt ihn, weder Castillo noch Marquesa. Bring uns zum Schweigen. Es ist vorbei. Wovon redest du, Paolo? Du hast es Marquesa gezeigt. No tenemos miedo, mi gente, no fire. Jetzt denkt sie also, sie wäre so hart wie Libertad? Soll ich nach Amerika fliehen, als wenn ich eine Pussy wäre? Verdammt, Talia, wir könnten dort ein Leben haben. Oh ja, wir lächeln die Yankees an, denen wir die Klos putzen. Lächeln, wenn sie sagen, wir sollen dahin zurück, wo wir herkommen? Sie wollen uns nicht, Paolo. Mein Leben ist hier, im Kampf mit Libertad. Libertad? Libertad will nur unsere Fans. Meinst du, Clara Garcia gibt einen Scheiß auf dich? Mich, Dani? Entspann dich. Jetzt bist du also gegen Libertad? Nach allem, was wir durchgemacht haben, die OPs, deine Familie... Meine OPs! Meine Familie, nicht deine! Das ist nicht mein Krieg! Wenn es vorbei ist, werde ich trotzdem mein Leben lang kämpfen. Hast du etwa vergessen, dass ich eine Transperson in Yara bin? Also rede nicht, als wüsstest du, wie das für mich ist. Ein echter Mann? Haut nicht ab. Suerte. Das wird schon. Die kommen klar. Glaube ich nicht, mi amigo. Miss Tilly, ich habe leider nur ein paar Minuten. Dann legen wir los. Verbringen Sie viel Zeit mit Ihrem Vater? Er ist ein toller Lehrer. Und Ihre Mutter? Que clase de tontería es esta, María? Das ist der amerikanische Stil. Reden wir über Viviro. Ein Krebsmedikament, das Leben auf der ganzen Welt verlängert. Außer in den Vereinigten Staaten. Mein Vater ist im vierten Stadium. Warum lassen Sie Amerikaner warten? Sehr amerikanisch zu erwarten, was einem nicht gehört. Sie ignorieren diplomatische Avancen, selbst versprechen, die Blockade aufzuheben. Das mit Ihrem Vater tut mir leid. Doch Amerika wird warten. So wie alle anderen auch. Gestern wurde Ihr Sender Yara Vision von Rebellen übernommen. Sie verlangten die Befreiung sogenannter Parias aus Viviro-Arbeitslagern. Wird Viviro mittels Sklavenarbeit produziert? Wahrheit oder Lüge? Die Wahrheit natürlich. Yara hat es nicht erfunden. Sklaverei war ihr erstes Geschäft, von 1800 bis 1860. Baumwolle, das Exportgut. Von wem angebaut? Ein Augenblick. Sklaven. 4 Millionen Amerikaner mit einem Wert von 3,5 Milliarden Dollar. Ihr wichtigster Wirtschaftsfaktor waren Menschen, die aussahen wie ich. Wie nennt man das? Eine Geschichtsstunde? Einen Vorsprung. Ersetzt durch eine reiche Gefängnisindustrie, die den Insassen Centbeträge bezahlt. Amerika ist nicht allein in... Korrekt. Kinder nähen Kleidung. Handys sind aus Sweatshops und Viviro rettet Millionen Leben. Meinen Sie, es schert diese Leben, woher es kommt? Santos Espinosa richtete ihren Vater während der kommunistischen Revolution 67 hin. Sie wurden mit 13 Jahren verhaftet, als sie so alt waren wie Diego. Wer hat sie unterrichtet? Meine Mutter war eine wunderbare Lehrerin. Sie mussten angeblich 15 Jahre Zwangsarbeit erdulden. Auf den Tabakfeldern. Man sagt, sie hätten die Klinge noch. Wenn Yara zum Paradies wird, wenn ich mein Vivero freigebe, für Amerika. Meine Methoden, Ihre Fragen sind dann egal. Sind wir fertig? Für Ihren Vater. Schaff's nicht, damit du mir hilfst. Ah, Paolo ist weg, aber ich muss trotzdem schreien. Du und ich, wir tragen den Krieg direkt zu Maria Marquesa. Das hatte ich schon lange vor. Erst hat uns ihr Kulturministerium auf die schwarze Liste gesetzt. Dann hat sie mich entführt, um mir eine Gehirnwäsche zu verpassen. Tja, wir werden die scheiß Zensoren zensieren, Dani. Ihre Propaganda, Plakate, Werbung.
Ihre ganze Rumfabrik. Wir machen alles platt, ruinieren sie. Und wenn wir fertig sind, hat Marquesa nicht mal mehr genug Geld für ein Arschlifting. Ihre Scheiß-Propagandamaschine hat uns unsere Stimme genommen. Also bleibt uns nur noch eins. Unsere Waffen. Lara. Lass die Bitch. Ich habe die Übertragung gesehen. Sie ist abgerissen. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Wir leben noch. Gut. Alle reden über Maximas Matanzas. Das bedeutet, die reden auch alle über Libertad. Sie können euch jetzt nicht mehr ignorieren. Selbst wenn Sie wollen. Ich will nur, dass Yara die Wahrheit erfährt. Also, was machst du jetzt? Mit Halia reden. Vielleicht kann ich die künstlerischen Differenzen... Wünsch mir Glück. Ich weiß, dass Paolo viel mit dem Lager zu tun hat. Dani, mein bester Freund, mein süßes kleines Ferkel. Was? Du, ich, Segunda, großer Platz, Drinks, jetzt! Klingt, als hättest du schon vorgelegt. Conio, ich komme so schnell es geht. Geh es locker an, Micho. Ich schick dir ein Foto von Marquesas Propagandatrucks. Tut mir leid, dass du ihr Gesicht sehen musst. Kein Grund mehr, sie auszuschalten. Seit Castillo an der Macht ist, hört man nichts als ihren Scheiß-Propaganda. Mach sie fertig, Dani. Geh langsam vor wie nach einer miesen Trennung. Hier ist Rumfabrik. Na, dann räumen wir mal auf. Ist es gefährlich. Keine Vorkommnisse. Seid wachsam!
Adios, miserabler Rum. Adios. Für dich, Talia! Maria die Botschaft versteht. Ich wünschte, du könntest Marquesas Gesicht brennen sehen, Talia. Hätte ich zu gern. Und ihre Unfabrik? Hast du die schon erledigt? Zu der bin ich jetzt unterwegs. Luftunterstützung.
Viel besser.
Tür. Das Rum ist nicht mehr erhältlich. Was sie im Nies machen. Die wird sich in ihr gernbesetztes Höschen scheißen. Oh, schönes Bild. Denken wir mal groß aus sie. Die Wichser stellen eine neue Antonstatue am Plaza der Präsidente auf. Und das kriegt der Tiefvulkan mehr hoch. Das ist so gut wie erledigt. Thank you.
Scheiße!